Was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute geht es um einen der beliebtesten Vocal-Mixing-Effekte, den Sidechain-Delay. Also einen Echo-Effekt, der eigentlich die ganze Zeit auf dem Rap-Verse läuft, aber immer nur dann zu hören ist, wenn die Vocals gerade eine Pause haben. Ja, also immer in den Lücken kommt der schön nach vorne und gibt da nochmal schön eine Atmosphäre dazu. Aber wenn dann wieder gerappt wird, geht er nach hinten, um das Signal nicht verwaschen wirken zu lassen. Wenn du neu hier bist oder bis jetzt jedes Mal vergessen hast, auf Abonnieren zu drücken, würde ich mich freuen, wenn du das jetzt tust und auch gleich die Glocke drückst, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt und du hilfst mir, den Kanal ein bisschen größer werden zu lassen und somit erreichen wir auch mehr Leute und unsere Community kann geil wachsen. Wäre sehr nice. Wie im Intro erwähnt, geht es darum, dass der Delay immer nur dann rauskommt, wenn der Rapper oder die Rapperin eine Pause macht und sobald wieder Wörter zu hören sind, das Ganze nach hinten gedrückt wird, um einfach das Signal nicht verwaschen zu lassen, aber trotzdem so ein bisschen mehr Dynamik auch in den Part reinzubekommen. Natürlich ist immer noch die beste Variante, um Lücken zu füllen, sich die Wörter wirklich auszuschneiden, auf eine neue Spur zu packen und ein extra Delay dafür zu benutzen, damit immer das so gefüllt ist, wie man das haben will. Wenn man aber zum Beispiel irgendwie einen Quick Mix machen will oder wie gesagt diesen Effekt auch haben will, dass so ein bisschen Delay die ganze Zeit mit auf der Spur ist, dann bietet sich das definitiv an. Okay, also hier in diesem Projekt haben wir wieder einen Part von Janko, ein Rapper, der mir sehr nahe steht. Grüße an ihn. Und hier, ich spiele den Part mal ab, gibt es eine Lücke und die will ich gefüllt haben. Hier hinten ist es auch nochmal. Genau, hören wir mal rein. Kleine Flaschen Jägi kaufen, hab krasse Debris, doch glaube, wenn ich irgendwann mal wieder aufstehe, dann finde ich mit dir in dir mein Zuhause. Will eigentlich Freiheit, doch weiß nicht mal genau, was das heißt. Weiß nicht mal genau, was ich will, doch bin sicher, wenn ich das mal krieg, werde ich frei. Da ist so ein großes schwarzes Loch in mir, das alles frisst und Angst verbreitet. Anti alles gegen jeden und am Ende ganz alleine. Doch weil er... Ja, also hört man natürlich jetzt ein bisschen intensiver, als ich das vielleicht am Ende im Mix machen würde, aber man hört, die ganze Zeit ist da so ein Delay und in den Pausen springt er so nach vorne. Wie habe ich das gemacht? Das ist hier die Hauptspur vom Künstler. Da habe ich einen Bus angelegt, der geht in Bus 15. Also dieses Signal wird quasi, geht einmal in den Stereo out und wird aber kopiert. Nicht ganz, sondern hier nur zu, also minus 18 dB davon, gehen hier in den Bus 15 und hier drin liegt der Replika, was ein Delay ist, den ich mir schon so eingestellt habe, wie ich das gerne wollte. Ist auf jeden Fall ein Viertel-Delay. Und danach kommt ein Kompressor. Das ist hier der Standardkompressor von Logic. Ihr könnt auch alle anderen benutzen. Ich finde das mit dem am einfachsten, deswegen benutze ich immer den. Was man jetzt hier einstellen muss, und das ist das Wichtigste in der Grundeinstellung, ich glaube, das sieht normalerweise so aus, müsst ihr hier auf Sidechain gehen und hier oben steht auch Sidechain, da geht ihr drauf und sucht euch bei Audio erstmal das Signal aus, das den Kompressor triggern soll. Also in meinem Fall Main 37 ausgewählt. Was das heißt ist, dieses Signal sagt dem Kompressor, immer wenn das da ist, also immer wenn Rap-Vocal ist, dann arbeitet der Kompressor und drückt den Delay weg. Ja, also der komprimiert nicht die Stimme, sondern der komprimiert quasi den Delay. Also komprimiert im Sinne von, der drückt den Pegel nach unten, solange Rap da ist. Und wenn Rap nicht da ist, dann arbeitet der Kompressor nicht mehr und der Delay kann hochkommen. Also Sidechain haben wir hier, denn Auto-Gain immer ausmachen bei dem Ding. Auch Auto-Release würde ich ausmachen. Was ich mache, wenn ich solche Einstellungen vornehme, ist eine relativ hohe Ratio zu machen, weil der soll ja auch wirklich arbeiten. Eine Attack. Man kann sie komplett kurz stellen. Ich habe sie auf 20 Millisekunden, was immer noch sehr kurz ist. Aber ich habe das Gefühl, dann wirkt das Signal, was so weggenommen wird, ein bisschen authentischer, ein bisschen natürlicher. Und die Release habe ich auf 32 Millisekunden gesetzt, um auch einfach nicht die komplett abzuschneiden und den Kompressor so arbeiten zu lassen, dass ich das Gefühl habe, es klingt einfach natürlich. Und den Threshold habe ich hier, ich kann ihn einmal hochnehmen, dann klingt das so.
gehen, kleine Flaschen Jägi kaufen. Hab krasse Debris, doch glaube, wenn ich irgendwann mal wieder aufstehe, dann finde ich mit dir in dir mein... Ja, also man sieht, der arbeitet jetzt hier überhaupt nicht. Und wenn ich den jetzt runterziehe, dann fängt er auch an zu arbeiten. Wird man gleich hören. Kleine Flaschen Jägi kaufen. Hab krasse Debris, doch glaube, wenn ich irgendwann mal wieder aufstehe, dann finde ich mit dir in dir mein Zuhause. Will eigentlich Freiheit, doch weiß nicht mal genau, was das heißt. Weiß nicht mal genau, was ich will, doch bin sicher, wenn ich das mal krieg, werde ich frei. Da ist so ein großes schwarzes Loch in mir, das alles frisst und dann... Ja, also man hört, dieses Delay-Signal ist immer noch da und arbeitet, aber man hört es nicht mehr so richtig. Und jetzt in Verbindung mit dem Beat. Kleine Flaschen Jägi kaufen, hab krasse Debris, doch glaube, wenn ich irgendwann mal wieder aufstehe, dann finde ich mit dir in dir mein Zuhause. Will eigentlich Freiheit, doch weiß nicht mal genau, was das heißt. Weiß nicht mal genau, was ich will, doch bin sicher, wenn ich das mal krieg, werde ich frei. Da ist so ein großes schwarzes Loch in mir, das alles frisst und Angst verbreitet. Anti alles gegen jeden und am Ende ganz... Genau, also Part geht aus und der Delay geht wieder an. Wie ihr das einstellt, ob ihr die Ratio noch stärker einstellt oder weniger oder Threshold oder Attack Release, ist eigentlich eure Sache und ein bisschen Geschmacksfrage. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das bei dem Song am Ende so lassen werde. Aber das ist das Prinzip vom Sidechaining. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich habe ein Signal, das schon bearbeitet ist, das geht also in den Stereo, da passiert nichts. Dann schicke ich das Ganze in einen Bus, wo ein Delay drauf liegt, dieser hier, ein Viertel-Delay. Das heißt, dieser Bus ist hier nur für den Delay verantwortlich und den Delay komprimiere ich mit einem Kompressor, der über Sidechain so eingestellt ist, dass der Rap-Part den triggert, das heißt, der komprimiert immer dann, wenn gerappt wird, und wenn nicht gerappt wird, hört er auf. Was macht, dass der Delay dann wieder lauter wird und hörbarer? Und ich habe hier hinten noch einen Reverb, weil ich das mag, auf meinen Delay noch einen Reverb zu knallen. Okay, also ich denke, das Prinzip ist klar. Spiel ruhig rum. Mit Sidechain kann man super viele Sachen machen. Wenn du da mehr Videos und Ideen brauchst, schreib es gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du deinen Daumen da lässt, nach oben im Idealfall unten ein Abo und die Glocke drückst, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Was übrigens definitiv immer jeden Dienstag um 18 Uhr ist. Ansonsten vielen Dank, dass wir die 100 Abonnenten geknackt haben. Auf geht's zur 1000. Ich verlose im nächsten Video einen 10€ Thomann-Gutschein, wenn ihr also Bock habt, das nicht zu verpassen. Du weißt. Und ansonsten heißt es, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.